Die U35 führt von Herne, Schloss Strömkötte, einmal quer durch Herne und Bochum bis nach Bochum-Hustadt in Quernburg in der Nähe der Ruhr-Universität. Sie bedient unterwegs auf einer Länge von ca. 15 Kilometern 22 Haltestellen, wovon sich 15 unterirdisch befinden. Außerdem überquert sie unterirdisch die Stadtgrenze zwischen Bochum und Herne zwischen den Haltestellen Rensingstraße und Berninghausstraße. Mit ca. 85.000 Fahrgästen pro Tag ist sie die meistgenutzte Linie der Bogestra. So, hallo. Wir sind heute Schloss Strömkötte. Willkommen zu einer neuen Videoserie, die ich schon angekündigt hatte irgendwann mal. Wir wollen uns so ein bisschen mehr mit den Straßen- und U-Bahn-Linien beschäftigen. Heute die U35 als erstes, weil ich das finde, dass es ein ganz guter Start ist. Und auch wenn das Wetter sehr schön ist gerade noch, da hinten sind zwar ein paar dunkle Wolken und man hier den Schlosspark Strömkötte sehen kann, mache ich mich doch recht schnell auf den Weg. So, Ziel des Ganzen ist es, wir gucken uns so ein bisschen die einzelnen Stationen an und ein paar Besonderheiten auf der U35. Und es fängt halt hier unten direkt an, wenn man am nördlichen Eingang runterkommt, hat man hier ein bisschen Geschichte zum Schloss Strömkötte. Die U35 sollte eigentlich noch viel weiter gebaut werden nach Recklinghausen bis zum Hauptbahnhof. Und deswegen sieht man hier jetzt die Überbleibsel im Tunnel. Bevor man die Haltestelle Herne Schloss Strömkötte verlässt, lohnt es sich auf jeden Fall, die Verzierung und Bilder an den Tunnelwänden anzuschauen. So, am nördlichen Ende des Bahnsteigs von Herne Bahnhof ist nicht viel zu sehen. Der Aufzug und die Ausgänge sind in die andere Richtung. Aber wenn man Glück hat, kann man hier in den Tunnel ein bisschen hineinschauen und sehen. Wenn man Glück hat, kann man hier hinten einen weiteren Hinweis sehen mit den roten Lichtern. Und da irgendwo sind zwei Stumpfgleise. Also es war deutlich, dass es hier deutlich weitergehen sollte als bei Schloss Strömkötte. Und wenn man dann hier den Ausgang nutzt, kommt man tatsächlich nur, es blendet die Sonne natürlich immens, man kommt tatsächlich nur zum Busbahnhof hin raus, beziehungsweise in die Herner Innenstadt. Da wir ein bisschen Zeit haben, die Bahn fahren hier nachmittags nur alle 10 Minuten, werde ich einmal kurz hier über den Busbahnhof gehen und dann zur Innenstadt wieder rein. Der Busbahnhof Herne ist tatsächlich recht schön. Kann man sich mal angucken. So, und von Herne Bahnhof bis Herne Mitte ist tatsächlich nur ein recht kurzer Fußweg. Das hat mich jetzt so 3 Minuten gekostet, hier rüber zu laufen. Die Herne Innenstadt ist nicht wirklich was Besonderes. Schön zu erwähnen ist, dass hier so eine Dreiteilung in der Fußgängerzone ist, was so ein bisschen an die alten Tage erinnert, wo hier noch die Straßenbahn oberirdisch durch die Innenstadt fuhr. Der Eingang Richtung Bochum ist ein bisschen versteckt. Hier rechts hinter dem Telekom-Shop um die Ecke. Aber hier sieht man schön noch altes Erinnerungstafeln. Ja. Und das Schöne hier am Eingang der Station ist diese alte Informationstafel in Rot statt den neuen in Gelb gehaltenen. Relativ ungewöhnlich für eine Station der U35 gibt es hier keine Verteilerebene, sondern man kommt von der Straßenebene direkt zum Bahnsteig. Und ich gehe wieder auf einen Tunnel zu, denn man sieht relativ gut von hier aus, woher eine Bahnhof ist. Und naja, da hinten sieht man auch bereits, ich weiß nicht, wie gut man es im Video sieht, sehr verschwommen, die Bahn ist schon in der Station drin. Ich werde jetzt gleich mal kurz die Stoppuhr starten, wie lange die Bahn hier rüber braucht. Da es in Herne nur eine Tunnelröhre für beide Richtungen gibt, ist das vor Stationen immer so, dass sich die beiden Tunnelröhren kurz vorher aufteilen. Und dementsprechend stehen hier erstmal so einzelne Betonpfeiler und danach eine durchgehende Tunnelwand. Ganz interessant zu sehen gibt es nur auf dem Herner Abschnitt. Schaut euch auch gerne die verschiedenen Farbgebungen an den Bahnsteigen Hölzkampfring und Archäologiemuseum an.
Benninghausstraße selbst ist keine wirklich interessante Station. Stadtgrenze ist auf halber Strecke zur Rensingstraße, da hinten, wo man vielleicht erahnen kann, dieses rote Lichtchen. An der Stelle teilt sich der Tunnel in zwei Tunnelröhren auf. Hier war vielleicht auch mal geplant, dass die Bahnen ein Stückchen länger sind, als sie aktuell sind. Ihr seht, hier vorne ist ein Zaun, wo wir gerade drauf zulaufen, und der Zaun ist auch wirklich so, dass man da nicht durchkommt. Dahinter finde ich eigentlich gar nicht so schlecht, der Tunneleingang so ein bisschen grün markiert. Eigentlich ganz nett gemacht, und ursprünglich war mal gedacht, dass der Bahnsteig hier ein bisschen länger wäre, sein sollte, als er tatsächlich ist. Es gibt noch eine zweite Station, da kommen wir später noch hin, wo man das auch sehen kann. Wir sind hier an der Rensingstraße angekommen, und ich finde, auch wenn ich mich überhaupt nicht, also zumindest nicht wirklich für Bahnen und die eingesetzten Fahrzeuge interessiere, ist es mal Zeit, über Wageneinsatz zu reden. Ausgang ist in diese Richtung, darunter. Hier wieder nördliche Richtung gibt es keinen Ausgang. Auf der U35 werden aktuell immer noch seit der Eröffnung Fahrzeuge des Typs B-Wagen eingesetzt. Neuerdings ergänzt durch 6 Fahrzeuge der Tango-Bahnen. Sollen demnächst noch weitere dazukommen. Und ja, das ist der Fahrzeugeinsatz. Und warum ich jetzt hier so runtergehe, ist, auch wenn hier kein Ausgang ist, steht deutlich auf dem Schild. Es ist nicht so, dass hier nie einer geplant war. Also es wirkt zumindest so, als ob hier einer geplant war. Hier gibt es einen Durchgang zum anderen Bahnsteig. Und wir müssten jetzt ungefähr fast unterhalb der Brücke mit der A43 sein, die die Hannerstraße, die über uns verläuft, hört. Wem gemerkt, dass die Station, an der montags bis freitags, mittags bis abends die Hälfte aller Bahnen endet. Und von daher kann man gut, wie gerade gesehen, das Abstellgleis hier sehen. Aber hier gibt es noch andere interessante Sachen zu sehen, wie zum Beispiel hier alte Fotos vom Markt. Oder da vorne ebenso alte Fotos vom Markt. Hier im nördlichen Teil eine Weiche. Diese Weiche geht hier nach links weg und auf diesmal kein Abstellgleis, sondern eine Tunnelausfahrt in Richtung Depot. Und da gehen wir jetzt hin, aber nicht hier unten, sondern durch Tunnel laufen geht ja nicht, an der Straße entlang. Ah, der Verkehr auf der Hannerstraße ist gerade im Berufs- und Feierabendsverkehr sehr, sehr schlimm. Vor allem jetzt hier, wie man sieht, geht statt auswärts Richtung Herne teilweise gar nichts. Das geht jetzt hier sogar noch. Die U35 hilft da zwar, dass nicht alle mit dem Auto fahren, aber so wirklich auch nicht. Da muss man was tun im Nahverkehr. Da die Stadt Bochum und die Stadt Herne alle Gleise und Gleiskörper nördlich vom Bochumer Hauptbahnhof entfernt haben, die oberirdisch waren, sieht man neben den Eingängen zu den U-Bahn-Stationen nicht mehr viel von einer Straßen- und U-Bahn hier. Geht zu Google Street View und schaut euch dort auf der Herner Straße in Bochum die alte Gleislage an und natürlich dieses schöne analoge alte Signal. Sieht die Straßenbahn. Ja, und das Einzige, was wirklich interessant ist, was man da sehen kann, gibt es hier vorne, neben dem etc. Also wenn ihr Zeit habt, einfach mal an der Zeche Konstantin aussteigen, Richtung Norden laufen, am etc. links reingehen, und ihr seht diese Tunnelausfahrt hier, da hinten ein paar Bahnen. Das Depot der U35. Hier unten am etc. sieht man allerdings sehr gut, dass dies auch noch früher Teil des Betriebsgeländes der U35 war. Man sieht hier noch die alte Schiene, die darüber geht. Und einmal quer über das Gelände vom etc. Und auch eine alte Wagenhalle. Eine sehr schmale Treppe ist an diesem Ausgang, was daran liegt, dass auf dem Bürgersteig an der Hannerstraße nicht viel Platz ist. Hier vorne geht es dann zum Bahnhof Zeche Konstantin. Viel ist hier nicht mehr zu sagen, er ist sehr blau gehalten.
viele Stationen der U35 haben doch sehr eigen gebaute Wiedererkennungsmerkmale. Bergbaumuseum sieht auf den ersten Blick sehr schlicht aus. Der südliche Ausgang ist auf den ersten Blick nichts Besonderes. Ganz normale Verteilerebene, hier sind jetzt halt zwei Säulen drin. Aber um die Technische Hochschule anzubinden, gibt es hier zur rechten Seite hin einen weiteren Ausgang, der dann zurück Richtung Herrenstraße geht. In die Richtung hat man ihn nie gebaut. Hier oben kann man gut erkennen, dass dort auf der Seite einfach kein Platz ist. Aber immerhin, es lohnt sich auch mal hier hochzukommen. Drei Eingänge am südlichen Ausgang und zwei weitere Eingänge im Norden der Station, die dann auch sehr gut in das Bergbaumuseum anbinden. Ganz nett ist hier, denke ich mal, immer der Blick auf das Bergbaumuseum selbst mit dem schönen Eingang auf der anderen Straßenseite und einem, naja, fast Standardeingang auf dieser Straßenseite und eine Ersatzhaltestelle, denn aktuell werden die 306 und die 368 hierher umgeleitet. Hier auf der Verteiler eben auch sehr interessant, da die Schilder, Ticketautomaten und Informationen zu Linken. Die sind aber gar nicht, die sind ja jetzt unten auf der Verteilerebene. Hier rechts ein Aufzug zur Straßenebene. Ja, sieht auch so aus, als ob hier mehr geplant war ursprünglich. Und hier eigentlich das Beste an der ganzen Station, wie ich finde, sind hier alte Bergbaumaschinen, die aktuell eingezäunt sind. Und ihr seht auch, dass dort ein bisschen Baustelle ist. Also hier stand, glaube ich, auch mal eine Lore. Am Bahnhof Rathaus ist es immer schwierig, eine ruhige Zeit zu finden, da hier doch recht viel los ist. In zwei Minuten kommt auch schon die nächste Bahn wieder und die Bahnen kommen hier auch noch so abwechselnd. Aber schön zu erwähnen, hier in Nordhausen. Und dann gehen wir weiter. Das sind vier Bänke, vier Partnerstädte von Bochum. Als nächstes Oviedo. Estenbank. Sheffield und an der letzten Bank dann Donetsk in der Ukraine. Eine nette Idee, die Partnerstädte buchen es hier nochmal mit jeweils einem kurzen Infotext zu erwähnen. Und wir sind am Waldring, eine der ruhigeren Stationen im südlichen Teil von Bochum. Aber sehenswert hier. Mosaiken, die ein bisschen an Bäume erinnern. Die Station genauso lang, dass die Bahn gerade eben reinpasst. Und ansonsten schöner Aufgang mit einer Brücke, wo man von oben recht gut auch auf die Bahnen herunterschauen kann. Die Bahn war recht voll für die Uhrzeit. 17 Uhr plötzlich war eine volle Bahn da am Rathaus. Ja, und hier sieht man so ein bisschen den Grund. Wie schon an der Berlinghausstraße war es doch geplant, die Station ein Stück länger zu machen. Man sieht hier, so am nördlichen Bahnsteigende genau das gleiche, nur hier leider unbeleuchtet, deswegen stockduster. Aber man sieht, das rote Licht sind hier so vielleicht sogar ein paar mehr als 20 Meter, also 25 bis 30 Meter. Auch hier war der Bahnsteig länger geplant. So, hier im oberirdischen Teil ist, glaube ich, noch mit der spannendste Part der Linie. Denn hier sieht man ja ein bisschen was auch zwischen den Stationen. Es ist nicht nur leer. Wir haben hier tatsächlich an vier Stellen Kreuzungen mit der Straße. Die erste direkt an der Wasserstraße. Zweite und dritte hier im Bereich der Unterführung der A448, zumindest demnächst. Inzwischen ist es, im Moment ist es die noch nicht. Und kurz vor der Brennschilderstraße noch die vierte Kreuzung. Ansonsten sind die oberirdischen Stationen alle relativ ähnlich aufgebaut in der Mitte der Unistraße. Zweimal Ausstieg rechts,
ist noch an der Brennscheder Straße und an der Ruhr-Universität. Alle anderen Stationen haben Mittelbahnsteige. Und wer sich genauer zu einem dieser Bahnhöfe was ansehen möchte, kann hier auf das Video zum Gesundheitscampus klicken. Wenn jemand auf die U35 ein bisschen seine Ruhe haben möchte, muss man einfach nur weiter als bis zur Ruhr-Universität fahren, zumindest nachmittags. Ist danach hier fast nichts mehr los. Es kommen ja auch nur noch zwei Stationen, nämlich Lennershof und die Endstelle in der Hustadt. Und die Stationen liegen ja auch nicht so weit auseinander, sodass es sich für wenige lohnt, hier umzusteigen. So, und nach Hustadt, nach Lennershof, ist hier tatsächlich niemand mehr in der Waggon drin, außer mir. Was noch schöner ist, jetzt haben wir die Bahn ganz für uns alleine. Das erhofft man sich doch immer mal, wenn man so mit der Bahn fährt, als Einziger drin zu sein. Was ich noch sagen wollte, statt eine der beiden Stationen, genauso wie Schloss Strömke, an der die Ausstiegsseite nicht angesagt wird, weil jeweils auf beiden Gleisen die Bahn enden kann. Wir fahren jetzt, weiß ich gar nicht, so wie es aussieht, fahren wir auf das linke Gleis. Also Ausstieg wird rechts sein. Jo. Dann sind wir auch schon am Ende der Linie angekommen. Und hier vorne eine großzügige Gleiswechselanlage für die Bahnen, die hier enden. Anders als in Herne ist es hier nicht möglich, über den Bahnsteig hinaus weiterzufahren und hinterm Bahnsteig zu wenden. In Herne ist das ja möglich, das wird in Herne auch genutzt, manchmal tagsüber, manchmal fahren die aber auch direkt am Abfahrtsgleis, kommen die direkt am Abfahrtsgleis wieder an. Hier ist das meist so, kommt die eine Bahn auf dem einen Gleis an und auf dem anderen Gleis. In 2 Minuten fährt die Bahn nach Herne ab. Damit sind wir am Ende des Videos der U35. Und es ist so, wir haben angefangen mit einem Stück Erweiterung, was nicht gebaut wurde. Und wir werden auch mit einem Stück Erweiterung der Linie, die nicht verwirklicht wurde, enden. Und das kann man gut sehen am südlichen Ende der Station Hustadt, wo ursprünglich weitergebaut werden sollte. So, das südliche Ende der Station ist auch gleichzeitig der einzige Zugang zur Station. Hier die Rolltreppe runter, aktuell nicht in Betrieb, der Fahrstuhl schon, und hier war auch eine Zeit lang tatsächlich irgendwie ein bisschen gesperrt. Das ist sehr provisorisch hier, weil die Brücke stabilisiert werden musste. Hier steht ein Stuhl, interessant, hier auch ein bisschen abgesperrt, und man sieht ganz gut und deutlich, dass die Schienen noch weitergehen und ganz da hinten. Ich glaube, das kann man tatsächlich auf dem Bild von Google Earth besser sehen. Da auf der Höhe sind die Prellböcke. Dann ist ein Stück nichts. Und ganz da hinten, ich glaube, das kann man nicht gut sehen, liegen auch noch Maschinen. Und zwar in gepflastertem Boden eingelassen. Ja, das war die Erweiterung, die geplant war, Richtung Witten Hauptbahnhof. Um eine durchgehende Stadtbahnverbindung von Recklinghausen bis Witten zu haben. So. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, so wie es ist. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder, was vielleicht so in 1 bis 2 Wochen, je nachdem, wie ich Zeit habe, das zu filmen und zu schneiden, kommen wird. Außerdem gibt es dann natürlich noch ganz viele andere Videos, die geplant sind. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen die weniger bekannten Sachen und Orte der U35 nahebringen, wobei das bei der U35, glaube ich, noch ein bisschen schwieriger war. Ach ja, und fast hätte ich es vergessen, schaut euch am Rathaus, wenn ihr die Station verlasst und zu 302, 310 rübergeht, diese Kunstwerke auf dem Übergang an. So, und damit war es das fürs Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Tschüss!